wird wieder zurücklegen, glaube ich. Zurück bei 24 sagen diese Karte natürlich. Es gewinnt der Spieler der nächst. Was? Als ob? Was denn? Oder. So, Moment. Können wir dem irgendwas reindrücken? Was mit der 6? Das ist ja um 2 erhöhen, das bringt ihm nichts. Ist die Karte 6, 10. Wenn diese nicht mehr im Stapel ist, haben wir. Passiert nichts. Um 2 erhöhen, bringt auch wieder nichts. Und Karte lässt die Karte ja, bringt 15. Uns auch nichts. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch. Wir nur bei 20 und das hier war jetzt was? Die bestmögliche Karte ziehen. Das bringt ihm auch nichts. Das wäre dann heißt halt jetzt die bestmögliche, die jetzt die höchste, die niedrigste oder was für ihn die beste ist. Ja, das sind 2. Also die 1. Eine 2. Oder eine 2. Von uns oder aus dem offenen Stapel? Obwohl, warte mal. Ja, der hat ja noch eine Karte. Gib ihm eine 2. Stimmt. Das war das hier, ne? Um 2 erhöhen, ihr ist gegen. Ja. Ja. Weil jetzt wird er irgendwo eine Karte noch bekommen. Und ja, dann ist er drüber. Ja. Und dann bleiben wir. Das gegenwärtige Block behalten. Wieso riskieren? Er ist drüber. Keine Karte. Die letzte. Was hat er denn für Karten bekommen? Wir können aber die nochmal legen. Wir haben die zweimal. Auch man. Ja. So, jetzt nochmal die Trumpfkarte. Sonst gehen die Trumpfkarten aus. Und beiden. Ja. Ja, das ist normal. Keine Karte. Alter. Karte ziehen. Können wir machen, ja. Karte. Noch eine Karte. Nee, nein, wieso? Ach, ja, ist jetzt eigentlich drüber. Wir nehmen jetzt auch keine Karte, ja, stimmt, weil der ist drüber. Also. Keine. 3. Ja. Keine Karte. Fancy. Wieso? Was denn? Nein. Ist als 2 drüber. Dein Leben ist sowieso kacke. Denk an meine Frau. Wir haben doch jetzt. Wir haben ihn doch eine Trumpf. Der hat doch seinen Einsatz erhöht. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Der hätte doch dann 26 gehabt. Warum hat er jetzt 24? Eigentlich ja. Ich verstehe es nicht. Karte also, sehen. Wir könnten nur eine 1, 2 oder 3 erhalten, was niedriger ist. Nehmen wir jetzt die beiden im Spiel. Karte ziehen, Karte ziehen. Karte. Perfekt. Er wird das wissen, er wird uns gleich in die Scheiße reiten. Ja, bleiben wir erstmal so. Keine Karte. Gib mir noch eine. Wir bleiben erstmal so. 17. Trotzdem bleiben. Keine Karte. Keine Karte. Könnte auch nur Gleichstand sein oder verlieren. Es ist wieder Gleichstand. Mm. Oh shit. Würde ich nicht helfen. Dann. Vierer Karte, okay. Aber für uns halt 4. Ja. Karte. Ja. Keine Karte! Du hast nicht wirklich gedacht, du könntest mein Spiel keine gewinnen, Karte. Oder? Dann hat er ein sehr gutes Blatt. Mhm, 4. Er könnte 21 haben. Karte. Scheiße. 21 hat er definitiv nicht, das wissen wir jetzt. Ist Trumpfkarte. Die letzte zurückgelegte Karte, die wir bekommen haben, glaube ich, weg, ne? Hier. Ja, das müssen wir machen. Ja, aber ihm bringt das ja nichts, weil er hat ja keine Karte, er hat das zugenommen. Das heißt, bei ihm würde es nicht gehen. Karte ziehen. Ja. Karte. Scheiße.
Wir ziehen noch eine Karte. Wir können, nein, warte mal. Entweder wir ziehen eine Karte oder wir ziehen zur passenden Karte. Ja! Die 6. Der hat mit 20. Ja. Hoffentlich hat er sie nicht, ne? Ja, behalten. Ah ne, warte mal. Ja, warte, dieser Effekt mit diesem 2, erhöht den Kartenwert um 2, geht das, hätte er dann ein 2 ziehen müssen? Oder? Ich hätte es nämlich so verstanden, was wir gerade eben reingedrückt haben. Dass er dann 2 Punkte mehr bekommt eigentlich. Ja, so habe ich das eigentlich schon verstanden. Er hatte, aber vielleicht hat das Spiel das so verstanden, dass er ein 2 ziehen muss. Und er hatte schon die 2. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Wir ziehen. Wir bleiben. 3. Eine 1 wäre jetzt utopisch. Wenn wir eine 1. Als jetzt auf einmal, ne? Wir bleiben dabei. Der hat keine 10, der kann höchstens eine 9 haben, das wäre dann Gleichstand. Oder eine 11 und der wäre. Ne, 11 hat er drüber. Nicht. 11 wurde ja schon gezogen von uns. Wir hatten die ist ja dann wieder im Stapel. Ja, im da Stapel. Er könnte jetzt nochmal eine 10 und könnte die 11 bekommen. Ja. Dann wäre er aber drüber. Ja, es geht darum, was er jetzt hat. Er hat höchstens eine 9. Darf ich behalten. Ja. Vielleicht weiß er das. Vielleicht hat er eine 9, das hast du unentschieden. Mit 2, scheiße. Ja, okay. Aber, guck, wir haben nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Das hat bei uns auch nicht funktioniert. Ja, sollen wir behalten dann? Ja, vielleicht liegt es dann, dass wir eine 2 schon haben. Vielleicht kriegt man eine 2 reingedrückt. Also bei uns hat es nicht funktioniert. Stimmt, das könnte sein. Vielleicht ist das ein Übersetzungsfehler. Keine Karte. Wenn wir jetzt verloren haben, dann ist das Spiel korrupt. Okay. Dann ist es die 2. Ja, dann ist es. Das kriegen wir 2 reingesetzt. Nächstes Spiel, wenn wir das gewinnen, hat er verloren. Alter, das ist so krank. Wenn wir jetzt gewinnen, hat er verloren. Ja, geht klar. Oh, 3. Oh nein! Clancy wird mich besiegen! Oh nein! Was kann ich tun? Ich darf jetzt nicht aufgeben. Jetzt wird's asozial. Jetzt wird's richtig asozial. Oh ja, ich glaube, ich werde das hier benutzen. Das ist mein Askelärmel. Was erhöht den Einsatz beider Spieler um 100, solange die Karte auf dem Tisch ist? Der Gegner kann keine Karte ziehen. Wir müssen mit den Trumpfkarten spielen. Dann kommen wir anders jetzt nicht weiter. Ja. Top. Ah, er hat die bestmögliche Karte, das heißt, er könnte 21 haben. Das heißt, wir könnten jetzt hingehen und. Naja, das bringt ja nichts. Und den Stapel, den gibt es jetzt nicht mehr, ne? Das heißt, die Karten bringen uns ja auch nichts. Mach das. Das bringt ja nichts. Doch. Er hat gesagt, wir können keine Karten aus dem Stapel ziehen und es gibt keinen Stapel. Also eigentlich dürfte das jetzt nichts bringen. Hä? Ich verstehe. Ja, sage ich. Trumpfkarte verworfen. Aber wir haben ja nichts. Wir können auch nur erhöhen den 1 bei ihm. Ja, mach das mal. Sonst wir haben ja nichts. Oder? Ich aber das gibt ja keine Karte. Mach das mit dem um 2 erhöhen. Ich verstehe das nicht. Und dann, ja, die 2 haben wir. Karte, mach mal Karte ziehen. Karte ziehen bringt ja eigentlich jetzt nichts, ne? Okay. Karte. Ja, wieso hast du jetzt keine Karte gemacht? Wir können ja keine Karte ziehen. Wir nehmen aber noch die bestmögliche geben können, dass er vielleicht rüberkommt. Da gibt's. Er hat doch nichts. Wenn er jetzt doch 21 hat. Und wir hätten ihm jetzt. Wir hätten doch gar nichts übergeben können. Wir könnten dir doch nichts geben. Wir haben die Karte. Wir hätten die aus unserem Stapel ihm geben können. Scheiße! Warte doch! Warte eine Sekunde! Von uns doch nicht, ja. Es geht aus dem Stapel. Ich meine jetzt, du wirst mir die Karte geben. Ja. Nee, aus dem Stapel steht da. Aus dem Stapel stand da. Okay. Wir hätten ja nichts mehr machen können. Das stand nämlich aus dem Stapel ziehen können. Und. Ja.
Soll ich das nochmal machen? Oh, was denn jetzt noch? Oh. Ich habe einen alten zum Glück nicht alles. Ich würde sagen, mache ich die Lärme nochmal. Aber wir hätten ja auch nichts mehr machen. Also ich würde probieren, alle Trumpfkarten, die wir haben, die nichts mit dem Stapel zu tun haben, zu behalten. Und das, was wir mit dem Stapel spielen können, kommen wir direkt raus. Und das ist die Entfernung, um die ihr spielt. Stell es dir einfach als Massage vor, wie Akupressur. Aber du solltest sie genießen, denn es wird die letzte Massage sein, die du je bekommst. Jetzt bist du dran. Siehst du das, du Scheißkerl? So. 13 nochmal. Schick dann, ich nehme die 6, ne? Ja. Ne, wieso? Wir können doch jetzt einfach eine Karte ziehen. Ja, können wir auch machen, aber dann können uns die Karten vielleicht später auch nicht mehr weiterhelfen. Ah, Mann. Karte ziehen. Karte. Ja. Gib mir doch eine. Keine Karte. Keine Karte. Ich würde euch die Karte nochmal ansehen, die Trumpfkarte mit dem Herzen. Gib mir doch eine. Also gerade eben hieß sie... Ja, das kann gut sein mit dem Stapel. Hätte ich das jetzt missverstanden. Haben wir die schon? Nee, haben wir noch nicht. Wer hilft er? Ich würde sagen, bleiben, wir können keine Karte ziehen auf jeden Fall. Ziehen auf jeden Fall nicht. Weil das Einzige, was wir jetzt sind drei. Nee, wir können ja nur höher ziehen. 1, 2, 3, 4 ist ja. Ja, wir können jetzt nur eine 5 bekommen, ja, zum Beispiel. Und das wären wir schon drüber. Also gar nichts mehr. Ja. Bei ihm könnte er, glaube ich, noch 2 Karten nehmen. Eine 8 hätte er gewonnen. Einer 6. Was haben wir hier? Ja, das mit dem Kartenwert um 2 und das geht ja irgendwie nicht. Ich weiß ja nicht, ob das hier später dann auch noch Sinn macht. Also diese Karte macht irgendwie gar keinen Sinn um 2 erhöhen. Ich würde einfach jetzt warten. Das ist die erste Runde. Ja. Oh Mann, ich drück immer Escape dann, ne? Mhm. Weil das ist kacke. Keine Karte. Keine Karte. Der Gewinner ist. War klar. Hoffman! Nein, nein. Lässt Ihnen Gegner die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen. Ja, und das ist hier leider nicht genau die Rede von welchem Stapel. Ja, von so einem Karten, na gut. Ich habe weil das alles, was mit dem Stapel oder zu tun hat. Oder nennt sich das bei uns überhaupt dann Stapel, die Karten, die wir von uns haben? Ja, das ist halt unser Einsatz. Es wurde die ganze Zeit. Gib mir noch eine Karte. Kleinzee, gib einfach auf! Karte. Gib mir noch eine. Alter, na gut. Könnte die 1 und die 2 haben. Ja, okay, die könnte die 1 haben. Gib uns eine 6. Dann hätten wir 21. Die 6 hat er. Ne, die 9 hat er. Und ja, die 6 hat er. Ach stimmt, das ist eine 6. Oh nein. Dann gib uns... Bleiben. Er kann nur entweder die 1 haben. Na, das andere wäre drüber, ne? Oder er ist drüber. Ja, dann... Bleiben. Bestimmt hat er die 1. Oh ja, weil... Keine Karte. Keine Karte! Der Gewinner ist! Ja. Sauber. Clancy! Jetzt ist eins zu drüben zu uns, aber jetzt sind wir einen drüber. Dein Leben ist sowieso kacke! Denk an meine Frau und meine Tochter! Ich verstehe diese Karte nicht, das ist scheiße. Karte ziehen. Karte. Das war die 4. Karte. Schon wieder so eine blöde Ausgangssituation. Gib
gib mir noch eine. Wir warten erstmal. Obwohl, wir können uns eine 5 geben. Dann hätten wir 21. Ja, machen wir. Top. 5. Es sei denn, er hat die 5. Mhm. So. So. Keine Karte. Keine Karte. Super. Nutte. Hatten wir nicht noch eine davon? Nein. 6 haben wir jetzt. Gib mir noch eine. Natürlich! 17. Okay, was haben wir für Karten? Er kann nur die 2 bekommen und der wäre immer noch und wir hätten verloren, ja. Ansonsten bei dem Rest ist er verbrannt. Ja. Okay, dann riskieren wir es. Komm schon. Die Waffe ist ja nicht so lang, die Alter, du bist doch. Los. Dann gib uns eine 6. Ja, geht da nicht, hier haben wir schon. Stimmt ja, oh Mann! Bei einer 7 hätte er gewonnen. Ja. Bei einer 5 hätte er gewonnen. Bei einer 2. 4 und 3 liegt da. Bei einer 2 hätte er auch gewonnen. Nee, dann wären wir drüber. Dann nein, bei 18. Hä? Achso, wenn er ich die 2 hat. Ja. Ich dachte, wenn wir die 2 ziehen. Was haben wir denn für Trumpfkarten? 6 haben wir schon. Wir können die zurücklegen, aber warte mal. Ich würde die 3 hier unten schon mal behalten für die letzten Runden. Mit 2 erhöhen. Noch keine. Na gut, wenn wir mit. Ich weiß nicht, ob er die 2, wenn er die 2 hat. Hätte er 19. Plus 5. Wäre auch 24. Ja. Nee, er hat die 5 ja gar nicht. Wieso hat er die 5 nicht? Weil die, ja, die haben wir weggezogen. Ja, das ist, die sind da weg. Ja, die ist im Stapel noch drin. Das heißt, er muss jetzt was. Er kann die 2 haben oder was höheres und wäre damit auch durch. Risiko. Nee, wir geben ihm die 2. Wo können wir ihm denn die 2 geben? Ja, hier mit. Kartenstab und 2 erhöhen. Achso, ja, stimmt. Das müsste jetzt eigentlich. Geht das mal. Jetzt hat's funktioniert. Oder? Nee, noch nicht. Doch, er hatte gerade eben 15. Nee, 17 hatte er. Er war die ganze Zeit. Ach, stimmt, 17. Hä? Ich verstehe das nicht. Blatt behalten. Nee, warte. Wenn wir das 7 bekommen, haben wir verloren. Nee, ich würde sagen Karte ziehen, oder? 7 und 8 können wir bekommen oder dann 2. Stimmt. Das sind 3 gute Karten. 10. Karte. Die 5 geht wieder zurück in den Stapel, gut zu wissen. Das bräuchten wir. Ja, das sind die asozialen Karten, kriegt er nicht. So, was hat er jetzt? Also, behalten. Ja. Ich. Keine Karte. Hoffen. Natürlich hat er die 7. Nein, nein. Wieder im Rückstand. Na! Okay, warte mal. Wenn ich weiß, wie die 9. Na! Gib mir noch eine! Er ist drüber. Er ist auch drüber. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht, was passiert, wenn beide drüber sind. Wir schmeißen unsere Karte erstmal raus. Und dann warten wir. Und gucken, was er macht. Tab. Oder 1. Tab oder 1 ist mir egal. Ja, aber das wollte ich eigentlich nicht wissen. Das müsste die. War. Die schwarze. Das mit dem Schwarzen. Ja, oder wir kriegen die. Ah ne, können nur eine niedrigere bekommen. Oh Gott. Und neue Karte. Karte. Das ist gut, dass wir die wieder. Gut, dass wir die bekommen. Und wir kriegen. Wow, du kriegst mich. Perfekt. Und er ist auf jeden Fall drüber. Okay, wir haben die Runde gewonnen. Ja, checkt der überhaupt was? Eine Karte. Er ist tot. Der Gewinner ist.
Ja, aber es Clancy! Versuchst du mich aufzubringen? Jetzt ist die Entscheidung. Es schaffen, aber für ihn ist die entscheidende Runde. Jetzt kriegt er die asozialen Karten. Oh nein! Clancy wird mich besiegen! Was kann ich tun? Ich darf jetzt nicht aufgeben! Irgendwas muss ich doch tun können! Ich trinke auch nochmal was. Das ist eine gute Idee. Oh ja! Ich glaube, ich werde das hier benutzen! Das ist mein Ast im Ärmel! Da steht, der Gegner kann keine Karte ziehen. Wir geben. Verzweifelt wird den Einsatz beider Spieler um 100. Solange die Karte auf dem Tisch ist, der Gegner kann keine Karten ziehen. Das sind wir. Aber warum um 100? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Okay, aber wir können keine Karte ziehen, aber er kann Karten ziehen. Das heißt, wir drücken ihm jetzt. Oh Mann. Ich nenne das. Was haben wir jetzt? Können wir ihm irgendwas reindrücken? Eine Karte ziehen können wir ja nicht. Ja, aber er kann eine Karte ziehen. Wir können ihm. Ja, okay, die 6 ist überflüssig. Scheiße, wir hätten die 5 behalten sollen vorhin. Nein. Was ist das hier jetzt? Lässt ihren Gegner die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen. Na, das würde auch nicht. Ich weiß nicht, was das jetzt bringt. Was ist die bestmögliche Karte? Er hätte verloren. Jetzt 17. Die 1 geht nicht, 2 geht nicht. Hätte die 3. Die 3 würde gehen. Die 3 und die 4 würde gehen. 3 und 4, ja. Ja, komm, trotzdem, gib ihm eine. Dann hat er vielleicht drüber über 21. Zur Hölle damit. Er ist drüber. Und jetzt warten wir. Wir können ja nichts machen. Wir können selber keine Karte ziehen. Wir könnten es ansonsten für ihn noch asozialer gestalten. Oder? Jetzt auch mit der Karte hingehen. Nee. Mach das mit dem Kartenwert erhöhen. Ja, bringt nichts, wir haben die 2 auf dem Tisch. Das stimmt ja. Aber nee, aber trotzdem, das ist jetzt die letzte gespielte Trumpfkarte. Die also jetzt nochmal legen. Ja. Weil er kann doch Karten zerstören. Und jetzt warten wir. Wir warten jetzt. Er kann nämlich die Trumpfkarten zerstören. Keine Karte. Verstehst du? Oh Mann! Ich beende das. Perfekt. Als ob der es überlebt hatte. Oh. Wir haben immer noch unsere Zweite. Fertig, oder? Lässt du mich jetzt gehen? Oh, du bist ein kaltherziger Mistkerl! Ich bin so beeindruckt, du bekommst deine Extrabelohnung. Wir werden noch ein Spiel spielen, du und ich. Nein. Ist das Leben nicht schön? Nein, ich halte das nicht mehr aus. Bitte! Nein, was war jetzt nochmal scheiße? Oh Gott, bitte! Ach so. Neues Spielmodus oder es ist. Wir spielen jetzt noch ein Spiel, was? Wahrscheinlich Töchter, was weiß ich, oder? Oder wir können mal den schwerer stellen. Nee! Jetzt oder kommt das Spiel mit dem Feuer. Wir wissen noch aus dem Hauptspiel. Ja. Da gab es diesen Escape Room. Und da wurde noch Clancy auch reingeworfen. Stimmt, das ist. Und so. Dann stirbt er. Ja. Also man denkt, er hat es geschafft und dann wird dann kommt jetzt, würde jetzt das kommen, okay, geil. Mit dem Clown und so alles. Also ganz ehrlich, wenn es dieses Spiel, dieses Kartenspiel, wirklich als Kartenspiel gibt, jetzt ohne die ganzen Kill-Aktionen, sondern halt wirklich als reines Kartenspiel, ich würde es kaufen. Ich find's geil. Ach, kann das auch mit der Kill-Aktion, Mann. Das Spiel nimmt auf einen Typen, den du nicht leiden kannst. Okay. Ach, du magst mich nicht.
Weißt du, wie das aussieht? Raus von meinem Haus! Piss dich! Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten DLC. Ohne. Töchter. Ja, als meine Töchter, nicht sagen. Christian darf dann mit den Töchtern spielen. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Go tell